Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stardew Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox und zwar Emergency Hamburg und ich stelle euch heute wieder das Update vor. Unter anderem, wenn wir jetzt mal das Handy öffnen, seht ihr eventuell nicht viel, was neu gemacht wurde, außer einen Button, nämlich den Button Bank. Was kann man mit dem Bank? Hier kann man sehen, was du verdient hast oder auch was du halt, also warum du Geld verloren hast und sowas. Also hier kannst du deine Transaktion einfach sehen. Du kannst auch Geld senden, allerdings musst du eine bestimmte Anzahl von Transaktionen haben, um das Geld zu senden. Das Geld senden geht nur von 1 bis 8.000 und ihr könnt auch immer nur jede Stunde einen User, also wenn ihr jetzt praktisch den User Stando ein Geld geben würdet, könnt ihr auch diesen User, also praktisch Stando, wieder in einer Stunde erst Geld senden, damit man das nicht ganz so ausnutzen kann. Des Weiteren gibt es auch ein Update in dem Busbereich und das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ich würde sagen, wir sind mal wieder Landbusfahrer, das mache ich gerne. So, denn es gibt, wie ihr hier sehen könnt, einen Gelenkbus. Dieser Gelenkbus hat 175 PS und 95 km/h. Den schaltet ihr mit 1400 XP frei. Ich habe natürlich hier alles, außer hier diese Elektrodinger, die habe ich nicht. Ich würde sagen, wir fahren so eine kleine Runde einmal kurz und dann zeige ich euch, wie der so aussieht. So. Der ist wahrscheinlich jetzt im Stadtbereich, deswegen fährt er jetzt rechts rum. Wir fahren aber jetzt mal kurz links rum und ich zeige euch einfach mal kurz, wie denn hier alles so aussieht. Unter anderem gibt es auch ein Update, das schauen wir uns aber gleich an. Beziehungsweise könnten wir, glaube ich, sogar hier irgendwo anschauen. So, auf jeden Fall hier, wir fahren mal kurz hier ein bisschen hin. So. Und wobei wir wieder zurückfahren, bleibe ich dort auch stehen. Ich fahre dann nicht weiter. Ich fahre jetzt eine kurze Runde und zeige euch einfach mal den Gelenkbus. Also, der sieht auf jeden Fall so von außen aus. So. Hier die Blinker hat. Hier hat er zwei Blinker. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Busse auch so zwei haben, ne? Ja, das Licht. Licht hat da hinten tatsächlich gar keine. Ah, doch, jetzt. Ja, ich wollte gerade schon sagen, das Licht ging gerade nicht. Und vorne sieht das halt alles so aus. Kann man hier einmal sehen. Und hier, ja, so sieht der Gelenkbus aus. Ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Was ich auch cool finden würde, wenn es sowas auch im LKW-Drop geben würde. Das heißt auch praktisch ein LKW mit zwei Anhängern. Praktisch hier ist der LKW. Da kommt hier so ein Anhänger und dann noch ein Anhänger, der dann da dran ist. Ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt. Wenn ja, dann ja. Da bin ich einfach blöd. Und da halt nicht. Wie gesagt, da habe ich absolut keine Ahnung. Aber das ist so das neue Update in dem Busjob. Ja, wie ihr hier sehen könnt, Schnee gibt es natürlich immer noch, weil es ist ja immer noch Winter. Viele auf dem Discord-Server habe ich gesehen, die haben sich gefragt, warum gibt es denn jetzt hier Schnee noch? Und ich frage mich dann so, ja, vielleicht ist es noch Winter. Und die haben einfach noch daran gedacht, dass es einfach nur an Weihnachten schneit und gar nicht so bewusst sind, dass es trotzdem noch schneien kann. Ja, auf jeden Fall kann man hier dann erstmal den Gelenkbus fahren. Wir werden jetzt aber die Schicht einmal beenden und genau, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall einmal den Bahnhof an. Dazu muss ich tatsächlich selber mal kurz gucken, wo es die gibt. Ich denke mal tatsächlich, dass es die bei einer... Oh, ich habe jetzt einen Stern, perfekt. Ja, okay. Ja, erstmal hier anhupen, so. Okay. So, wir fahren jetzt hier gleich mal rechts lang. So, wir fahren jetzt einmal... Genau, jetzt müssen wir hier rechts. Oh Mann, ich bin einfach zu blöd, Auto zu fahren.
Ach so, und ihr seht auch hier schon ein neues Update, nämlich Werbung. Ich kann uns hier mal kurz hinstellen. Hier könnt ihr jetzt sehen, Your Money in Safe Hands. Ne, also hier kann man auch eine. Hier kann man auch praktisch eine Werbung sehen. Die sind auch zum Teil, glaube ich, bei jeder Tankstelle. Ich weiß es aber nicht ganz. Ich habe mir das noch nicht so angeguckt. Allerdings weiß ich natürlich. Ah, hier seht ihr beispielsweise auch eine. Und hier links ist tatsächlich auch ein Dingens. Das heißt, ich kann hier eigentlich direkt hinfahren. Hier ist praktisch eine andere Werbung. Wie. Ja, seht ihr da? So, und hier ist ja der gute alte Bahnhof. Und ihr seht auch schon, man kann jetzt hier sehen, dass Züge kommen. Ihr könnt jetzt hier sehen, beispielsweise S1 Bergedorf. In 8 Minuten wäre dieser Zug tatsächlich dann hier. Und ich finde das auch eine nice Sache, dass man einfach jetzt sehen kann, wann kommt ein Zug. Weil ich sag mal so, wenn euer Auto kaputt ist, wollt ihr ja auch irgendwie irgendwo ankommen. Das ist auch ein Update, was so das, also die größten Updates oder das größte Update in diesen Dingen hier war jetzt die zwei Gelenkbusse. Ne? Es gibt natürlich einmal den Gelenkbus, einmal für Benzin und einmal dann für Elektro. Und dann gibt es einmal Anzeigen an Bahnhöfen, haben wir uns ja jetzt angeguckt. Und es gibt aber noch einen großen, wie nennt man es? Ein großes Update. Oder ein Teil, was hier in diesem Update ist. Nämlich bei der Feuerwehr. Und was das ist, das seht ihr auch gleich. Ich würde sagen, wir fahren da jetzt erstmal hin und da zeige ich euch das einfach mal. Wobei ich kann auch nicht in den Feuerwehrjob, weil ich kriminell bin. Noch 34 Sekunden. Gut, dann fahren wir da einfach hin. Na, boah, ich wurde fast geblitzt. Ja. Wir fahren jetzt auf jeden Fall kurz zur Feuerwache. Ich muss hier mal kurz auch markieren, wo die ist. Ah, die ist sogar in die falsche Richtung gefahren. Perfekt. So, wir fahren einfach mal hin. Ich weiß ja, wo die ist. Brauche eigentlich gar keine Markierung. So. Bin tatsächlich komplett falsch gerade aber gefahren. Ja, gut, die Ampel, die interessiert mich nicht, weil ich fahre einfach hier lang. Ja, die Polizei wird mich wahrscheinlich nicht verfolgen, okay. Na, die bleibt da einfach stehen. Perfekt. So. Was wir jetzt auf jeden Fall machen wollten, ist zur Feuerwehr fahren. Und das machen wir jetzt auch einmal. Boah, warum sind denn hier überall Blitzer? Na egal. So, wir fahren jetzt erstmal zur Feuerwehr und gucken uns das einmal da an. So. Wir sagen, wir sind auch einfach mal kurz Feuerwehr. So, jetzt bin ich hier mal durch. Denn, wenn man jetzt praktisch hier oben ist, ist es ja immer so einen langen Weg, immer runter zu laufen. Und das haben wir jetzt einfach ganz einfach gelöst, indem man praktisch hier runterrutschen kann. Ich weiß gar nicht, ob es auch noch woanders gibt. Ich denke mal nicht. Auf jeden Fall denke ich auch mal, dass man hier von ganz oben runterrutschen kann. Ja, genau. Also jetzt bin ich gerade in dem ganz oberen Etagendingen. Und hier kann man jetzt einfach runterrutschen. Ich zeige es euch einfach mal, wie es aussieht. Ja, so sieht die Animation aus, wenn man hier praktisch zur Garage, beziehungsweise zur Fahrzeughalle heißt das, runterrutscht. Finde ich auch eine nice Sache, ist auf jeden Fall auch nochmal realistischer gemacht. Unter anderem auch, dass man halt hier E drücken kann. Und logischerweise kann man, wenn man hier unten ist, nicht E drücken. Das ist auch noch so ein cooles Ding, weil irgendwie wird sonst keinen Sinn machen. Ja, auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein nices Update. Jetzt gibt es auch noch mal ein paar Änderungen und Verbesserungen, die die hier gemacht haben. Nämlich wurden einmal Fehler behoben, wenn eine verhaftete Person, bei einer verhafteten Person, also die konnten manchmal einfach laufen, wenn du die verhaftet hattest. Und das haben die jetzt eben behoben. So wie beim LKW-Anhänger, dass irgendwie der Anhänger nicht verbunden war. Wie schon gesagt, dann gibt es hier noch Änderungen mit der Werbung, ne, dass man praktisch jetzt auch ein bisschen Werbung hat. Auf dem Gefängnishof gibt es jetzt auch ein Fußballfeld. Wenn ihr wollt oder wenn ich will, können wir uns das ja auch nochmal kurz angucken. Wir können mal kurz. Ja, gut, wie komme ich denn jetzt in den Knast? Keine Ahnung. Ich denke mal, ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Ich würde aber trotzdem mal sagen, wir gehen noch zur Polizei, denn da gibt es auch noch ein bisschen andere Dinge, die da geändert wurden. Unter anderem gibt es eine neue Uniform für Undercover-Polizei.
Gut, dass ich diesen Game Pass habe, weil dann hole ich mir den jetzt einfach. Hole ich mir den. Dann schaue ich mir das jetzt einmal. Ich habe vergessen, dass man ja hier gar nicht mehr fahren kann. Egal, ich fahre jetzt einfach mal über Rot. Überfahre diesen Mannequin hier einmal. So. Und. Aua. Also die Polizei ist ja echt wild in Hamburg, sieht man. So. Wir fahren auf jeden Fall mal kurz hier zur Polizei. Wache. So. Gehen wir hier mal rein und drücken E. Wenn wir jetzt hier Zivilpolizei anklicken, dann auf Schicht starten, kann man hier ja einmal die alte Uniform sehen. Die ist ja ganz nice. Ich weiß gar nicht, kann man hier in Spinte die ändern? Item ausrüsten. Das ist tatsächlich die Frage, die ich mir gerade stelle. Oder der denkt, oh, hier bin ich bei dem im Team. Ey. Also irgendwo kann man angeblich eine andere Uniform anziehen. Also ich weiß nicht, ob die Uniform so geändert wurde. Könnte möglich sein. Weil ich finde hier aktuell gar nicht, wo was hier geändert werden sollte. Könnte möglich sein, dass hier irgendwas nur ist. Aber nö. Egal, wir beenden auf jeden Fall die Schicht. Ist nicht ganz so schlimm. Ja, unter anderem wurde auch die Preise für die für den Erdbeersaft und Äpfel gesenkt. Ja, ein Fehler wurde behoben, bei dem Feuer keine Schaden verursachte. Ist auch behoben. Unter anderem ist auch behoben, dass Taxis jetzt nicht mehr gesperrt werden können, also praktisch abgeschlossen. Das war auch irgendwie ein Fehler. Haben die auch behoben. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Raubbeute Geldkekse in den Boden gerutscht ist. Das heißt, ihr kennt es ja vielleicht, wo wir, oder in den vielen Folgen von mir, hat man ja auch vielleicht mal gesehen, dass der ein oder andere das Geld weg war. Das ist jetzt natürlich auch weg. Und ja. Warum ist eigentlich mein Auto da hinten? Verstehe ich auch nicht. Des Weiteren wurde auch eine Notfallvariante für Straßenhindernisse hinzugefügt. Ich weiß nicht ganz, was das bedeuten soll. Aber ja, also da gibt es auf jeden Fall nichts. Vielleicht gibt es eine neue Dingens da. Genau, es wurde auch behoben, dass jetzt auch praktisch, wenn jemand kein Auto mehr hat, nicht mehr schlagen kann. Oder funktionierte anscheinend. Und es werden jetzt auch Leitstellenmeldungen besser gemacht. Genau. Scrollbar in der Hilfe-App hinzugefügt, der Inhalt zu lang ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal auf Hilfe klicken. Ah, hier kann man es jetzt nicht sehen. Mann, ey, wo kann man denn hier sehen, was lang ist? Ah, hier hat man es gerade gesehen. Aber jetzt ist die Frage nur, auf was das war. Ah, hier. Hier gibt es jetzt beispielsweise so ein Scroll-Dingen, wenn die Nachricht einfach zu lang ist. Ist irgendwie logisch. Hintergründe für Besprechungsräume von der Polizei und Feuerwehr und andere kleine Kartenänderungen wurden hinzugefügt. Das war's auch schon mit dem Update. Mehr gibt's nicht. Viele hätten wahrscheinlich noch gehofft, dass irgendwie die DLK, die ja schon lange angekündigt ist, in diesen Update noch mit reinkommt. Aber was Felix, also der Inhaber von diesem Spiel, gesagt hat, ist, dass es erstmal eine neue Sache reingemacht wurde, die speziell von Leuten vorgeschlagen worden, nämlich neue Banking, als Banking-App. Praktisch das hier. Das wurde von vielen Leuten oder von denen auf jeden Fall vorgeschlagen. Und das ist ein Dingen davon, was auf jeden Fall so der Wunsch von dieser Community war und die dann auch umgesetzt haben. Es wird, denke ich, auf jeden Fall, es kommt bald noch ein Update, wo irgendwas behoben wird, habe ich im Chat gelesen. Ob das stimmt, keine Ahnung. Felix hat auf jeden Fall gesagt, also Felix, der Owner. Der Felix? Ja, Felix hat geschrieben, dass praktisch irgendwann noch ein Update kommt, wo dann nochmal dieses
dieses, also wo dann einfach ein paar Fehler noch behoben werden. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie andere Dinge reingekommen kommen. Ich weiß aktuell nur, dass da irgendwie ein Fehler behoben wird. Vielleicht wird auch der Schnee entfernt, weil Winter ist ja auch nicht mehr allzu lange. Der Herbst fängt ja bald wieder an. Und ja, ich finde es eigentlich ganz geil. Also dieses Banksystem finde ich ganz geil, weil man ja wirklich alles sehen kann. Ich wusste auch gar nicht, dass man für den Busfahrerjob oder so generell Geld für kriegt. Ich dachte immer, du machst das einfach nur kostenlos und kriegst einfach nur die XP, aber du kriegst ja sogar Geld und das finde ich auch eine nice Sache, weil du musst nicht unbedingt ausrauben, sondern du bist ja einfach Busfahrer und verdienst dann auch dein Geld. Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber ja, so ist das ein bisschen geändert worden. Ja, das ist eigentlich schon das Update. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Video schon verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst habt. Einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sado. Ciao, ciao.